Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Kleiderschrank-Aussortier-Video bzw. ein Umräum-Video, denn wie ihr vielleicht wisst, sortiere ich immer meine Sommerkleidung vor dem Winter aus und bzw. ich sortiere sie nicht aus, sondern ich lagere sie aus, denn ich gebe sie in eine Kiste oder in einen Koffer und verstaue sie derweil entweder in der Abstellkammer oder im Keller. Und das mache ich dann im Frühjahr bzw. Frühjahr-Sommer noch ein zweites Mal. Also das mache ich zweimal im Jahr und sortiere dementsprechend dann auch meine Kleidung aus. Und das machen wir heute gemeinsam. Und passend zum Thema Kleiderschrank aussortieren, gibt es als heutigen Kooperationspartner Everdrop. Everdrop ist ja bekannt für die nachhaltigen Putzmittel, die sie herstellen. Aber sie haben auch Waschmittel. Und das Coole am Waschmittel ist, dass das Ganze auf die Wasserhärte in eurem Wohnort abgestimmt wird. Also wenn ihr Waschmittel bei Everdrop bestellt, dann gebt ihr eure Postleitzahl ein und dann wird die Wasserhärte automatisch berechnet und ihr bekommt das richtige Waschmittel. Damit können bis zu 50% Tenside, also quasi Chemie, eingespart werden und dadurch ist das Waschmittel natürlich auch nachhaltiger. Es gibt natürlich auch einen Rabattcode und zwar bekommt ihr mit Herbst allerliebst minus 10% auf eure Bestellung beim Checkout. Ich verlinke euch alles in der Infobox und schreibe euch alles nochmal rein, also schaut da gern bei Everdrop vorbei. Ich mag die Produkte sehr, sehr gern. Also ich habe ja schon einmal mit ihnen kooperiert und dementsprechend schon alles mal ausgetestet und kann es euch sehr empfehlen. Also schaut da gern vorbei, wenn es euch interessiert. Was ich heute auch neben dem Ausmisten endlich mal machen möchte, bevor ich mich schon lang drücke, ist es, meine Kleidungsstücke zu zählen. Ja, das habe ich in einigen Bereichen ja mittlerweile schon gemacht, also meine Dinge gezählt in der Küche und bei den Schuhen und so weiter, aber noch nicht beim Kleiderschrank und davor habe ich ein bisschen Angst, denn ich weiß, dass ich eigentlich zu viel Kleidung besitze. Aber das mache ich heute, um mir einfach bewusst zu werden, wie viel ich besitze und dass ich eigentlich nicht mehr brauche. Also ich möchte das einfach festhalten für mich, um zu sehen, dass ich nicht so viel brauche, wie ich besitze. Und vielleicht fällt mir dann das Ausmisten auch ein bisschen leichter. Denn mein Kleiderschrank ist doch recht voll und er könnte ehrlich gesagt etwas leerer werden. Ich habe ihn vorher nicht aufgeräumt, also wir schauen uns das jetzt gemeinsam an, wie es jetzt drin ausschaut. Und da liegen auch ein paar Dinge, die ich immer ausmiste. Also da habe ich immer eine Kiste, wo alles Ausgemistete drin ist. Aber wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Das ist mein Kleiderschrank, ein ganz normaler IKEA-Standard-Kleiderschrank. Bei uns ist alles ein bisschen schief, deswegen fällt die Tür immer zu. Das sind mal meine ganzen Oberteile, Jacken und Hemden und so weiter. Und hier unten habe ich in einer Lade noch meine Oberteile und Pullover, die zusammengerollt sind, also die gefaltet sind. Und darunter sind noch Hosen und Röcke und Handtaschen. Und da oben ist noch ein bisschen Krimskram. Dann habe ich hier immer eine Kiste mit den Dingen, die ich ausgemistet habe und noch verkaufen muss, also die noch nicht verkauft sind. Und hier ist der Rest, da oben ist so Sportequipment, also so Therabänder und so weiter und hier Pyjamas und Homeware und hier Sportkleidung, die ist nicht so schön geordnet. Dann habe ich hier unten neu eine Lade, die sehr chaotisch aussieht, aber da schmeiße ich immer die Kleidung rein, die zu sauber für die Waschmaschine ist, aber zu schmutzig für den normalen Kleiderschrank. Und damit ich diesen obligatorischen Stuhl nicht mehr benutze, habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden. Funktioniert ehrlich gesagt so semi-gut, also hin und wieder halte ich mich dran, hin und wieder funktioniert es einfach gar nicht. Und dann darunter ist noch Unterwäsche, BHs, Socken und so weiter. Ich beginne eigentlich immer damit, dass ich alles aus dem Schrank rausräume und auf den Boden lege, damit ich mal sehe, was ich eigentlich alles besitze und dass ich da dann auch wieder schön Ordnung reinbringen kann. Und dann hole ich auch die Kiste aus der Abstellkammer mit der Sommerkleidung und räume auch die aus und dann wird alles sortiert. Und ich mache das, damit ich mir wieder jedes Kleidungsstück anschaue und überlege, ob ich das noch mag und ob ich es noch anziehe oder ob es mir auch vielleicht nicht mehr passt und somit eben immer ständig ein bisschen mehr Ordnung in meinen Kleiderschrank bringe, weil ich bin von Haus aus eigentlich nicht die ordentlichste Person. Deswegen muss ich das gezielt immer so zweimal im Jahr machen. Und das funktioniert auch recht gut für mich, muss ich sagen. Bevor ich jetzt aber alles rausräume und alles zähle, schätze ich, wie viele Dinge es sein werden. Ich habe oder ich zähle alles, was im Kleiderschrank ist, außer Unterhosen und Socken und Strumpfhosen, denn bei denen, die werden recht häufig kaputt und werden dann wieder ausgewechselt und deshalb zähle ich die nicht dazu. Das finde ich jetzt nicht so sinnvoll. BHs zähle ich dazu
und auch Sportkleidung und Jacken und Handtaschen. Schuhe nicht, weil da gab es eh ein eigenes Video davon, aber auch alle Boxen, also so Aufbewahrungsboxen und Kleiderbügel, die sich im Schrank befinden. Und ich schätze mal auf 400 Dinge. Ich möchte lieber mehr als weniger schätzen und ich hoffe, ich bin damit auf der sicheren Seite. Aber wir werden sehen. Ich beginne zu zählen und bin gespannt, wie viel dabei rauskommt. Jetzt mal und gehe jedes Teil einzeln durch und mache verschiedene Stapel für Dinge, die ich ausmiste, Dinge, die ich behalte und einen Stapel für Dinge, bei denen ich mir unsicher bin und auch Dinge, die ich umnähe. Und alles, was ausgemistet wird, wird übrigens entweder verschenkt, gespendet oder verkauft, also es wird nichts weggeschmissen. Und ich glaube, in den letzten Monaten ist normalerweise eh nicht so viel dazugekommen, weil ich einen No-Buy-Versuch mache. Falls ihr keinen Plan habt, was das ist, ich verlinke euch das Video da oben. Grob gesagt, kaufe ich einfach 6 Monate lang keine neuen Dinge. Gut, und dazu gehört natürlich auch Kleidung. Und ich werde das jetzt alles mal aussortieren und bin gespannt, wie viel da dann wegkommt. So, es ist jetzt das meiste erledigt. Ich vergesse immer wieder, wie lange es dauert, einen Kleiderschrank auszumisten. Aber es geht mittlerweile schon etwas schneller, da ich nicht mehr so viele Kleidungsstücke besitze. Immer noch zu viel und genug, aber nicht mehr so viel wie noch vor ein paar Jahren. Und jetzt kümmere ich mich um den Vielleicht-Stapel und probiere alles an, was da so liegt. Und dann schaue ich, was ich aussortiere und was ich behalte. Diese Jeansjacke, die werde ich aussortieren, sie ist mir zu eng und sehr klein geschnitten und ich bin eher auf der Oversized-Seite zurzeit. Und ich habe noch eine andere Jeansjacke, deshalb darf die gehen. Falls ihr übrigens recht neu auf meinem Kanal seid und euch wundert, was dieser Kühlschrank hier nehmen soll, bei uns ist alles ein Raum und mein Kleiderschrank steht quasi in der Küche, Esszimmer, Wohnraum, also ja, weil wir einfach recht wenig Platz sonst haben und deshalb steht mein Kleiderschrank in der Küche. Bei selbstgenähtem, so wie bei diesem Oberteil, tue ich mir immer sehr schwer mit dem Ausmisten, muss ich sagen, weil ich mir immer denke, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat und irgendwie tut es mir dann immer leid, aber irgendwie ist dieses Oberteil etwas geschrumpft beim Waschen, also es ist aus einem Stoffrest und war daher sowieso schon knapp bemessen, aber es ist ein bisschen kleiner geworden. Also kürzer und ich glaube, es darf gehen. Danke für deine Dienste. Es war ein sehr schönes Oberteil, aber es darf gehen. Ich habe jetzt soweit alles ausgeräumt, ausgemistet, neu sortiert, neu eingeräumt und gezählt, aber noch nicht zusammengerechnet und das werde ich jetzt machen. Ich bin schon gespannt, wie viel es ist, aber ich glaube, es ist weniger, als ich geschätzt habe, also weniger als die 400 Dinge. Und ich habe auch die ganze Winterkleidung in die Schachtel schon einsortiert und ich werde auch alles zählen, was ich ausgemistet habe, denn das ist echt ein großer Haufen. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich dachte mir, dass ich vielleicht so 3-4 Dinge ausmiste, aber es ist einiges geworden. Das alles habe ich ausgemistet. Also das ist richtig
viel, finde ich. Und die Dinge gehören noch umgenäht und das ist die Winterschachtel, wobei da auch ein paar Kleiderbügel noch drin sind. So sieht das Ganze jetzt mal aus, also schon recht sortiert. Da unten ist die Kiste mit den ausgemisteten Dingen, die ich noch verkaufen muss, also das bleibt da so stehen. Der ausgemistete Haufen liegt da drüben, also das passt da nicht rein, den werde ich irgendwo anders verstauen. Da sind meine Taschen. Ich habe insgesamt mit Rucksäcken aber 9 Taschen, dann Hosen und Röcke. Und zwar habe ich 7 Jeans und Stoffhosen, beziehungsweise habe ich nur eine Stoffhose und der Rest sind Jeans. Dann habe ich 2 Jogginghosen, da hängt nur eine hier. Und Röcke habe ich insgesamt 5. Also das sind alle Unterteile eigentlich, was ich so habe. Also alle langen Unterteile und Röcke. Da sind jetzt T-Shirts drin und Pullover und so weiter. Und auch meine kurzen Hosen. Ich habe nämlich nur mal 2 kurze Hosen. Einen Pullover, also einen dicken Pullover. Das sind nur langärmelige T-Shirts und eher schickere T-Shirts. Also die sind hier. Da sind normale T-Shirts und Crop-Tops. Da sind Tanktops und das sind jetzt meine Schlaf-T-Shirts, die hat da auch noch gut Platz. Also das ist jetzt recht sortiert und hat alles gut Platz. Ich falte das immer so in dieser Marie Kondo-Methode, also dass man das so aufstellen kann. Und dann haben wir hier oben 2 Blazer, dann einen Cardigan, da fehlt noch ein zweiter, also ich habe 2 Cardigans. Dann meine Jacken, das sind insgesamt 5 Stück. Dann habe ich 5 Hemden bzw. Blusen und Kleider habe ich recht viele. Nämlich habe ich insgesamt 11 Kleider, also das ist recht viel, wobei da eines auch eingewintert ist. Also es hängen jetzt nicht alle da, aber da muss ich einfach über den Sommer ein bisschen beobachten, welche ich immer anziehe. Aber ich mag alle sehr gern und ja, also das sind meine Kleider, da habe ich sehr viele. Das ist das, ich glaube, die Kategorie neben T-Shirts oder so, wo ich am meisten besitze. 8 T-Shirts habe ich übrigens 9 Stück. Crop Tops habe ich auch 9 Stück. Da habe ich einige davon selbst genäht, mal in so einem Resteverwerten-Video, also Stoffresteverwerten-Video. Pyjamas habe ich 5, also das sind immer nur T-Shirts. Ich trage immer nur T-Shirts zum Schlafen. Das sind immer die alten, aussortierten von Christian. Also die werden wieder verwertet. Lange Oberteile habe ich 7, schicke Oberteile habe ich 4 und Tops habe ich 8. Also solche Unterziehtops bzw. so Tanktops. Und dann sind hier oben noch 3 Paar schickere Schuhe, aber die sind wie gesagt bei dem Schuhe-Video dabei. Das ist mal der Teil soweit und dann kommen wir zum Sportteil. Der sieht jetzt so aus, beziehungsweise Unterwäsche. Hier drin ist eben die Kleidung, die ich zurzeit trage, die noch nicht zur Wäsche gehört, aber die auch nicht sauber ist, wie zum Beispiel mein Schlafshirt oder ein Pullover, den ich so zum Drüberziehen nehme. Dann habe ich hier Shorts und Sporthosen und einen Tennisrock. Insgesamt habe ich lange und kurze Sporthosen, 8 Stück, also auch Wanderhosen zählen da dazu und eine lange Skiunterwäsche, die zählt da auch dazu. Dann habe ich lange Sportoberteile und Westen und Jacken auch 5 Stück. Also da zählt auch meine Regenjacke dazu, dann ist das so eine Skitouren- und Bergjacke. Dann noch eine Softshell, mehr oder weniger Softshelljacke und da diese beiden Westen. Gut, dann habe ich hier noch ein Sportcap hinten. Da sind meine Sportoberteile und Sport-BHs. Ich habe 4 Sport-BHs und 7 kurze Sportoberteile. Meine Bikinis sind da oben drin. Ich habe zurzeit noch 4 Bikinis, aber muss über den Sommer beobachten, welche ich noch anziehe und welche nicht. Da ist ein Trachtenrock und zwei Trachtenoberteile drin und so ein Überziehding für den Strand. Und da oben sind noch so ein paar Sportgeräte drin, also Theraband und so weiter und eine Radlerhose, die ich nur zum Radfahren brauche, weil die gepolstert ist. Und BHs, genau, die habe ich auch noch gezählt, habe ich 13 Stück. Und dann eigentlich noch Jacken, aber die hängen in der Garderobe und nicht hier, also die Jacken und Mäntel, die etwas dicker sind. Und da habe ich davon 5 Stück.
Das ist, glaube ich, soweit mal alles. Dann ist noch so Stirnband, Schal und sonstiges sind auch noch so 14, 15 Dinge. Eingewintert habe ich ein Kleid, 5 Pullover und 3 T-Shirts. Das sind jetzt in Summe, Moment, ich muss nochmal nachschauen. In Summe sind das 203 Dinge ohne Kleiderbügel, also alles, was Kleidung ist, beziehungsweise die 3, 4 Boxen, die da drin stehen, die sind auch dabei. Und mit Kleiderbügel sind es insgesamt 231 Dinge. Also deutlich weniger, als ich geschätzt habe. Immer noch deutlich, nicht deutlich zu viel, aber immer noch reichlich. Und ausgemistet habe ich, wo ist der Haufen? Hier ist er. Insgesamt 42 Dinge. Das ist richtig viel, finde ich. Also mit dem hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber es passt mir einfach auch viel nicht mehr. Und irgendwie ist es mir auch leicht gefallen, alles auszumisten, was mir nicht mehr so richtig gefällt. Ich habe gar nicht so lange überlegt, sondern einfach aussortiert. Das hat heute richtig gut funktioniert. Soweit jetzt mal zu den Zahlen. Und ich muss sagen, ich schaue jetzt auch schon etwas fertig aus, denn das Ausmisten hat jetzt doch den ganzen Tag gedauert. Also es dauert immer länger, als ich mir denke. Und das war es jetzt auch mit dem Video. Nochmal zur Erinnerung, schaut gern in die Infobox, wenn ihr bei Everdrop bestellen möchtet und verwendet auch gern den Rabattcode. Und gebt dem Video sehr gern einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und hinterlasst auch einen Kommentar oder auch ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.